Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur 7. Folge des BattlePod. Heute wieder bei mir der grandiose Storyteller, der Olli. Guten Abend. Und der famose, mein Lieblingsskipper, der Hoshi. Servus. Und heute, nachdem wir BattleTech die Anfänge in Teil 1 und Teil 2 untergliedert haben, nehmen wir heute uns des Fourth Succession Wars, wo mir jetzt der deutsche... Der vierte Nachfolgekrieg. Danke, der vierte Nachfolgekrieg an. Und bis wann gehen wir heute, Hoshi? So bis 3041 circa, also Ende des vierten Nachfolgekrieges, Krieg 30, 39, die Nachwehen. Okay. Gut, Olli hat wieder eine super tolle Datei für uns vorbereitet. Das würde ich vorher noch die obligatorische Frage, gibt es irgendwas Neues? Eigentlich nur insofern, dass HBS die Tage mal im Livestream die neue Erweiterung, also Flashpoint DLC, gezeigt hat. Also von den Features her finde ich spannend. Den Stream selber, der hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Sie haben diesmal versucht, zu bemüht, witzig zu sein. Die Mission war nicht balanced. Sie haben so eine Art Light-Mech-Mission, aber mit den neuen Mechs gezeigt. Das heißt Cyclops, Hedgehog Man und Crab. Und das passte irgendwie nicht zu dem Konzept. Und das haben sie dann so umgebogen, dass es trotzdem irgendwie dann doch am Ende ganz knapp in der Mission hingehauen hat. War zwar dramaturgisch in Ordnung, aber irgendwie für eine richtige Gameplay-Demo waren das so zwei verschiedene Sachen. Und sie haben es versucht, so ein bisschen zu überspielen mit fand ich zu viel gezwungenen Gags, und man merkte irgendwie auch, dass sich keiner der Anwesenden so richtig gut mit dem Spiel interessanterweise auskannte. Es waren zwar eine Entwicklerin dabei, aber so man merkte so, dass sie das zwar die Regeln kennt, und aber so richtig ein paar der Züge habe ich gedacht, oh weh, die waren nicht so richtig gut. Und die anderen beiden, die dabei waren, aber der Mitch Gittleman und einmal der schwedische Kollege mit seinem enervierenden pseudo-britischen Akzent. Und ja, was soll man dazu sagen? Sie haben es dann noch irgendwie remote gespielt mit einem wahnsinnigen Lag bei der Maus, sodass sie nicht mal richtig ordentlich ziehen konnten. Also hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Von daher mal warten, wie es dann wirklich wird, weil für mich das Schlimmste ist, wenn sie die Mission zu leicht machen. Ich hoffe mal, dass es jetzt wirklich nur so runtergetuned war, damit sie das mit den falschen Mechs dann auch irgendwie hinbekommen. Okay, also... Ja, also mich hat es auch nicht vom Hocker gehauen. Also wir können drauf lernen, wir spielen Battletech, wir sind hier nicht, um Spaß zu haben. Nee, Spaß muss schon auch sein, aber das war einfach zu cheesy. Also... Ich habe ja schon andere Präsentationen von ihnen gesehen, da war es auch witzig, da haben sie gute Gags gebracht, aber diesmal haben sie sich auch über sich selber andauernd lustig gemacht, und das war irgendwie so, hallo, euer eigenes Spiel nicht ernst nehmen, oder wie? Ja, es war sehr gezwungen. Also es ist so wenn ein Komiker nicht witzig ist, aber versucht, krampfhaft einen Lacher aus dem Publikum rauszuholen. Ja, das war strange. Ja. Dann das Wichtigste, wir haben jetzt ein Outro. Ich habe schon reingehört, das ist total geil. Freut euch drauf. Ja, kommt am Ende. Ja, genau. Ganz kurz, was mir noch einfällt, MWO gibt es ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Der Warhammer zur C zum Beispiel ist angekündigt worden als neuer Mech. Und Hatamoto und der Charger, aber das ist schon ein bisschen länger her. Da ist die Pre-Order-Phase, glaube ich, ist auch schon beendet. Aber der Warhammer 2C ist relativ neu. Also Hatamoto finde ich persönlich natürlich geil, aber so einfach ein paar neue Mechs, neuer Content, täte jetzt auch mal neue Maps, vielleicht neue Spielmodi. Solaris ist jetzt noch nicht so super alt, aber es ist halt auch echt eine sehr spezielle Spielweise. Und darunter leidet gerade auch sehr die Community sehr, muss man sagen. Also das
man merkt dann, dass sie jetzt momentan durch viele Events, wo man irgendwie Siebels oder MCs erspielen kann und dergleichen, dass sie die Leute wirklich händeringend versuchen, irgendwie ins Spiel zu bekommen. Aber das ist mehr so Daily Quest als Events, was wir da momentan haben. Es wird Zeit für MechWarrior 5, ganz klar. Aber MechWarrior 5 hat ja nichts für mit MWO zu tun. Das hat ja kein Multiplayer-Teil, ne? Gewissermaßen schon. Es hat einen Vierspieler-Kooperativ. Also die Basis für Multiplayer ist schon da, ne? Aber es braucht da mal was Neues. MWO in der aktuellen Form ist ausgelutscht und es bräuchte jetzt schon erheblich mehr, um das Ganze wieder in Gang zu kriegen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Investment sich nicht lohnen würde. Welches Investment? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal doch mal die Flashpoints von HBS Battletech mit diesen Kampagnen. Sowas könnte man praktisch auch für MWO umsetzen, ne? Dass man DLCs, Maps kauft, dass man Kampagnen kauft im Kooperativen mit Leuten zusammen gegen KI oder was auch immer oder gegen andere Spieler. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass das Battletech-Universum ist so reich, ne? Und oder neue Maps per Kickstarter finanzieren. Man musste ja, das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wenn du Maps bei einem Free-to-Play zum Kaufen gibst, dann gibt's halt Mitspieler, die die Maps da nicht haben, dürfen die dann nicht spielen, man kann nicht zusammenspielen, nee, aber was wäre, wenn sie sagen, hey, wir haben nicht genug Kohle, um die neuen Maps zu machen, weil es ist einfach ein teures Spiel oder es ist ein teuer zu erstellen. Wir machen jetzt ein Kickstarter-Projekt, 5 neue Maps und ab Betrag so und so viel oder sowas und wenn wir den Betrag erreichen, gibt's halt 3 Maps oder was auch immer. Es gäbe so viele Möglichkeiten, aber die Community lechzt auch eigentlich nach solchen Möglichkeiten, aber irgendwie Solaris kam jetzt schon, ja, aber es sind halt 5 sehr kleine, sehr starre Maps und im Vergleich zu dem, was man zum Beispiel die Steiner Arena im Battletech, wo du bewegende Wände hast und dergleichen, es passiert einfach zu wenig auf diesen Karten. Also sie sind einfach sehr schnell zu lernen und im One-on-One gibt es da halt auch nicht Vielfalt dann auf taktischer Ebene. Ja, weil im Prinzip die immer die gleichen Max gewinnen und die Taktik eigentlich immer die gleiche. Korrekt. Dazu, ich glaube, 3 Monate geht eine Season. Viel zu lang. Ja. Warum nicht wöchentlich eine Season? Den Wochengewinner, ne? Das ist doch, also den Atem muss das mal haben. Das heißt, die meisten Leute beim neuen Season-Beginn spielen halt 2-3 Tage wie doof, erspielen sich einen Platz und dann bleiben die da. Die machen nicht weiter, weil sie können halt nur noch verlieren. Oder das Risiko, wieder an Rängen zu verlieren, ist viel zu hoch. Und dann ist der Modus dann erstmal für Wochen tot, ne? Oder Monate. Also es ist alles nicht so richtig durchdacht. Da hätte man lieber den Faction Play komplett redesigned. Ja, das hätte Not getan. Ah, natürlich sollten wir noch erwähnen, MWO, die World Championship läuft jetzt gerade mit 30, 25 oder mit Stockmax auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es so 30, 25er sind, aber Stockmax. Ich bin jetzt selber noch nicht dazu gekommen, mir Partien anzuschauen. Gab es sehr gemischte Berichte. Die typischen Min-Max-Typen finden es total doof und deswegen werden auch bekannte Spieler aus dem Turnier oder gar nicht erst angetreten. Andere wiederum, so wie ich, finden es eigentlich ganz toll. Auf jeden Fall hat es mal ein bisschen was anderes in das Spiel hineingebracht. Naja, Stockmax, also wenn alle die gleichen auf den gleichen Max Zugriff haben, dann ist es überhaupt nicht mehr so viel von dem Mech abhängig, sondern persönlichen Spielerskill, ne? Also was mir gesagt wurde auf jeden Fall, dass Stellungsspiel und Teamtaktik extrem wichtig waren, weil die Mechs für sich halt nicht so einen gigantischen Alpha haben. Das heißt, du kannst als einzelne Maschine nicht so viel entscheiden. Klar, Teamtaktik war vorher auch wichtig, aber wenn du einen Min-Max-Mech hast, dann kannst du als Einzelperson wesentlich mehr reichen, beißen als mit einer Stock-Mech-Maschine, die einen deutlich geringeren Alpha hat und viel schneller überhitzt. Das erinnert mich gerade ein bisschen an, hat jetzt nichts mit Battletech zu tun, aber Destiny 2. Da gibt es einen Multiplayer-Modus, der nennt sich Eisenbahne-Event. Und jetzt ist es so, dass die Level-Vorteile im Multiplayer gibt es nicht. Und viele Leute haben rumgemeckert, haben gesagt, sie wollen wieder Level-Vorteile haben. Jetzt gab es ja ein neues Add-on mit Forsaken. Und jetzt gibt es wieder Level-Vorteile in Eisenbahner. Das heißt, die Leute, die einfach nur zocken ohne Ende und halt schnell oben sind,
die machen jetzt bei dir weniger Schaden und du mehr Schaden und du machst bei denen weniger Schaden. Und jetzt wundern sie sich, dass kaum noch einer dann das Eisenbanner spielt, was vorher halt immer alle gespielt haben. Und das verstehe ich nicht, dass die Entwickler da auf Leute hören, die sagen, hier, wir müssen diese Levelvorteile drin haben, jetzt wie die zum Beispiel im MWO hier meckern. Weil es muss, glaube ich, doch auf Multiplayer geht, ob das doch um den Spielerskill und nicht darum, dass ich ein höheres Level habe oder eine bessere Maschine. Klar, mit einer besseren Maschine gewinne ich einfacher. Aber das hat doch nichts mehr mit einem anderen Messen zu tun. Ja, das hängt immer davon, wie das Spiel angelegt ist. Ob du auch auf Competitive, wie du es jetzt halt siehst, oder ob du haben willst, dass jemand einfach auf den Knopf drückt und der Gegner fährt tot um, weil man mehr Zeit in dem Game verbracht hat oder mehr Geld investiert hat. Ne? Es gibt beide Varianten. Ich bin auch eher auf der Kompetitivschiene, aber es gibt halt auch Leute, die wollen halt so gewinnen. Ne? Ja. Weiß man auch warum, meistens. Ja, aber sonst nicht schade. Ja. Okay. Genau. Kommen wir mal zurück zum Thema. Gut, dann noch irgendwas Allgemeines? Boah, Hoshi, fällt dir noch was ein? Nee. Okay, weil es gibt heute, wenn das alles so klappt, wie ich möchte, gibt es diesmal Zeitmarken. Echt? Kapitelmarken, okay. Ja. Ich schreibe das jetzt diesmal mit. Und weil ich habe jetzt meinen externen Monitor noch angeschlossen, dass ich OBS sehe und dann sagt er mir unten, wie viel wir sind. Okay. 00 11 11. Fangen wir los, Olli. Ja, also ich habe es den Kollegen schon im Briefing erzählt. Im Prinzip schlagen wir heute einen Bogen oder eine Art Klammer setzen wir. Denn wir haben ja den letzten Podcast mit dem Ende des dritten Nachfolgekrieges abgeschlossen. Und der dritte Nachfolgekrieg markiert ja sozusagen den Tiefpunkt des technologischen Battletech-Lores. Das heißt, es ist ein Zeitpunkt, wo eigentlich große koordinierte Invasionen kaum noch möglich sind, sondern es ging wirklich über ewig viele Jahre nur darum, kleine Raids auf Nachbarplaneten zu starten oder halt auch mal mit ein paar mehr Regimentern einen Planeten anzugreifen und zu erobern. Und damit war im Prinzip so eine, ich weiß nicht, was war das, 150 Jahre oder so, ich müsste so mal nachschauen, wie lange der dritte Nachfolge dauerte. Aber es war so im Prinzip Erster Weltkrieg in Space über 150 Jahre. Wo nur mal ab und zu mal ein Schützengraben den Besitzer gewechselt hat. Und das ist auch das, was so das Bild von Battletech bei den alten Fans so geprägt hat. Dieser immerwährende, relativ ausbalancierte Konflikt zwischen fünf Parteien. Und das Ganze wird mit dem vierten Nachfolgekrieg, der ja eigentlich den Beginn der Battletech-Erzählung in den 1980ern markiert, langsam aber sicher auf den Kopf gestellt und die Wiederentdeckung von verloren geglaubter Technologie ist sozusagen dieser Prozess, der das Ganze begleitet und das Ganze erfährt dann nochmal mit dem Eintreffen der Clans, da kommen wir in dem künftigen Podcast zu, dann den vorläufigen Höhepunkt wieder, also eine ganz schnelle Beschleunigung. Und die ersten Vorboten, die diesen Aufschwung sozusagen andeuten, sind wer? Die Wolfsdragoner. Richtig. Wann kommen die dazu wann kommen die ins Spiel? 3005. 11. April. Genau. Yeah, du hast genau, gut abgelesen. Nein, das habe ich gewusst. Aus dem FF. 3005 tauchen die tatsächlich einfach so mal auf. Ja. Also das. Keiner weiß so richtig, wo sie herkommen eigentlich. Also da gibt es viel Spekulation drüber, dass die, dass quasi ein paar Peripherie-Piraten irgendwo auf dem Starleague-Cache gestoßen sind, weil die Wolfsdragoner kommen ja mit fünf Regimentern Starleague-Tech-Mech daher. Ja, also quasi. Jein. Sie kommen fast genau. Also sie haben brandneue fabrikneue Mechs. Aber die haben keine Sternenbund-Technologie mehr verbaut. So wie man das dann später liest, hatten sie die erst drin, haben festgestellt, ups, die Innersphäre ist in einem schlechteren Zustand, als wir uns das vorgestellt haben, haben diese Technologie ausgebaut und gegen Technologie ausgetauscht, die in der Innersphäre
an dem Moment State of the Art ist sozusagen, also Single Heat Sinks und dergleichen, aber halt fabrikneu. Das macht dann natürlich schon mal viel aus. Genau, und was ein bisschen darauf hingeht, also ein paar Macs von ihnen hatten tatsächlich Technologie, die erstens einmal in der Innos 4 unbekannt war, ja. Und sie hatten ein paar Macs dabei, die in der Innos 4 eigentlich ausgestorben sind, weil ja. Die keiner mehr herstellen konnte. Ja. Also genau. So wie den Falcon oder Annihilator, also das Macs, die eigentlich in der Innos 4 nicht mehr bekannt waren. Ja. Okay. Man hat sich das dann so zusammengeräumt und überlegt, dass die vielleicht über ein Sternbundlager oder gestolpert sind und sich dann da eingedeckt haben. Allerdings ein Sternbundlager, das mal so Mechs für 5 Regimente hergibt, nicht schlecht. Großes Sternbundlager. Großes. Genau. Aber die Frage ist doch, wir sind also auf Delios 4 aufgetaucht, wenn ich es jetzt richtig gekocht habe. Yep. Ja. Also ich sitze jetzt als Gouverneur oder was auch immer von Delios 4 und plötzlich kommt da eine Raumstation? Eine Raumstation, genau. Ja. Eine Raumstation taucht plötzlich an meinem Nadir oder was für ein Sprungpunkt auch immer auf. Was ist da passiert? Habe ich mich ergeben? Ich würde auch in dem Moment alles von mir strecken. Also das ist so ein bisschen, die Einführung der Drogone ist gleichzeitig genial als auch cheesy. Das ist so, da schwanke ich immer hin und her zwischen echt eine geile Idee und super gut angelegt, weil das ist ja total in die Zukunft gedacht. Ich meine, wir spoilern heute nicht mehr, indem wir sagen, die Wolfsdragoner sind die Vorhut der Clan-Invasion. Und zwar hauptsächlich Freigeburten, aber auch ein paar Wahrgeburten, die mit in der Sphäre geschickt werden, um die 5 Nachfolgestaaten auszukundschaften und damit sozusagen wichtige Aufklärungsdaten für die Clan-Invasion zu besorgen. Ne? Und zum Zeitpunkt, wo die Wolfsdragoner eingeführt werden, gibt es die Clans überhaupt nicht. Das ist keine Rede davon. Man weiß halt nur, Kerensky ist irgendwann mal mit einem beträchtlichen Teil der Sternenbundarmee aus der Innosphäre abgehauen. Und natürlich haben da Zeitgenossen damals schon gesagt, ho, 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 und das sind die Nachfahren Kerenskys. Vor allem, wenn eine der wichtigsten Soldaten oder Offizierinnen Natascha Kerensky heißt. Also so blöd war damals niemand, dass man diesen Schlag mit dem Zaunfall, also es waren eigentlich wiederholte Schläge, nicht missgedeutet hat. Ne? Aber dass die Clans dann kommen mit diesem Kastenwesen, mit diesen gezüchteten Kriegern und mit den Wahrgeburten und so weiter, das wusste halt noch keiner. Und sie haben die Wolfsdragoner tatsächlich total spannend in dieses System integriert und dieser Invasion eine wirklich fast für mich faszinierende Facette halt entspinnt. Und das ist ja, halt vor allem genial und doof. Genau, weil insofern auch, sie haben, also es ist ja quasi in den föderierten Sonnen aufgetaucht. Ja. Und das Thema war auch, Ian Davion, Prinz Ian Davion ist ja sofort dorthin und also nach dem Motto, was ist da los? Ja? Weil das war so ein Hands-on-Prinz, sage ich mal. Ne? Und, ja. Und der hatte zur gleichen Zeit ja massiv Druck aus der Kapellanischen Konföderation, also die sind ständig quasi da angegriffen worden und hat sich natürlich gedacht, 5 Regimenter und wir sagen so lapidar, na, willst du uns nicht anheuern? Hat dann natürlich sofort gesagt, okay Jungs, runter, Haus Liao angreifen, viel Spaß dabei. Ne? Also. Das ist so eine Sache, also wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, ne, und ich bin grundsätzlich im Unterdruck und dann kommen Söldner, in Anführungsstrichen, vorbei, die sich ganz vernünftig gebärden, mir ein Angebot machen, das ich eigentlich nicht ablehnen kann. Und der Aufwand, diese 5 Söldner zu besiegen, wäre dermaßen hoch. Wie viele Regimenter hätte Davion wohl gebraucht, um Wolfsdragoner zu besiegen? Wahrscheinlich mindestens doppelt so viel, wie die Dragoner hatten. Also ich schätze mal mindestens 10 Regimenter. Und er hätte immer noch keine Raumstation gehabt, die springen kann. Genau. Also ich denke mal, der Aufwand wäre so extrem gewesen. Es klingt im ersten Moment, als ich das erste Mal gehört habe, vor über 20 Jahren, habe ich gedacht, was ein Schmonz, wer glaubt denn so eine Geschichte? Ne? Aber auf der anderen Seite, was willst du machen in dem Moment? Sagst du, nein, gehen sie ein Häusle weiter. Sagst du, euch will ich bekämpfen, fügen sie dir enorme Verluste zu oder besiegen dich vielleicht sogar. Zumindest öffnest du deine Fronten an anderer Seite. Ne?
Ich glaube, der pragmatische Ansatz, Ian Davian nimmt sie erstmal auf und sie haben Erfolg, war genau der richtige. Was wäre passiert, wenn die Dragoner bei Max Liao aufgetaucht wären? Der genau, hätte es auch genommen. Ich denke aber, weiß ich nicht. Na, der wäre verrückt genug. Also, das auch wieder war. Die Frage ist, aber was wäre passiert, wenn sie im Kurita-Reich gekommen wären? Dann wäre der Verdacht sehr naheliegend gewesen, das sind die Kerenskis, weil sie sind ja da auch aus dem Kurita-Raum halt aufgetaucht. Ich glaube, politisch gesehen... Abgetaucht, genau. Hätte es Takashi Kurita unter extremem Druck, beziehungsweise 3005 war, glaube ich, noch sein Vater in Amt und Würden, oder? Mhm. Müsst ihr mal gucken, entweder er oder sein Vater. Es hätte sein können, dass die dann sagen, nein, und bekämpfen oder so, aber vielleicht hätten sie auch gesagt, wie ihren nehmen wir. Vor allem im Anflug haben wir die schon quasi Fühler ausgestreckt und haben gewusst quasi, dass Kurita Söldnern gegenüber nicht sehr positiv gestellt ist. Ne? Ja. Also die sind aber wieder über die nördliche Route gekommen und dann über den Outer Rim einmal genau. So genau. Außenrum geflogen. Wie ich immer sage, flankieren, ne? Hm. Ich guck grad, wer war denn da der Koordinator in 3005? Steht das nicht irgendwo? Moment, war schon... Also das interessiert mich jetzt wirklich. Hm. Okay, ihr sucht erzähl. Dabei. Genau, du erzählst weiter. Ich erzähl weiter. Und... Er hat sie angeheuert und dann sind sie los. Oder wie ist es passiert? Es war Takashi, 3004. Ja, 3004. Ah, okay. Aber noch ganz jung. Hm. Ja, aber ja. Und, naja, fangen wir jetzt nicht mit Takashi an, wenn wir gerade bei den Wolfsdragonern. Nee, klar. Also Takashi, schwer zu sagen, wie er als junger Koordinator darauf reagiert. Schwer einzuschätzen. Also sie sind auf jeden Fall dann einmal im Uhrzeigersinn durch die ganze Innersphäre, haben für jedes Haus für einige Zeit gekämpft, haben dabei selber auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Als sie bei Marek angestellt waren zum Beispiel, wurde ein beträchtlicher Teil ihrer Zivilisten als Geiseln genommen und auch getötet, was dazu geführt hat, dass die Wolfsdragoner blutige Rache geübt haben und das hat sie auf jeden Fall gelehrt oder sag ich mal dazu gebracht, den Hegira-Plan einzuführen, damit ihnen das nicht nochmal passiert. Und diesen Hegira-Plan haben sie ja dann einige Jahre später in den Dienst von Haus Kurita dann auch tatsächlich anwenden müssen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Aber dadurch haben sie jedes Haus kennengelernt und haben sich in diesen Jahren, sie sind ja eine vergleichsweise junge Söldnereinheit, aber den Ruf als die Söldnereinheit verdient. Und jeder hat den Kackstift in der Buchse, wenn er nur an die Dragoner denkt, wenn sie auf der anderen Seite stehen. Ne? Okay, was ist der Hegira-Plan? Hoshi, willst du? Ja, also im Prinzip, der Hegira-Plan ist im Prinzip, sage ich mal, so ein Notfall-Evakuierungsplan mit, wie man die Station und all ihre Assets schnellstmöglich quasi aus dem Gebiet wieder rauskriegt und die Zivilisten quasi evakuiert und beschützt und die kriegerischen Einheiten quasi den Rückzug decken. Ja. Das ist quasi genau. So ein Notfallplan. Okay, also einfach nur, sie wissen jetzt, wie sie schnell abhauen. Genau, eine Exit-Strategie. Also genau, sie würden quasi nicht mehr einfach so ihre ganzen Leute auf den Planeten setzen und Stationen hinschicken, unbewacht und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Da wird immer quasi jetzt drauf geachtet. Okay. Dass mindestens ein Regiment zu Hause ist, um die Leute zu bewachen. Also bis zum Anfang des vierten Nachfolgekriegs sind sie durch jedes Haus oder... Gewissermaßen, ja. Also ihre letzte Station ist das Dokonis-Kombinat und die Feindseligkeiten zwischen ihnen und ihrem bis dahin Arbeitgeber brechen sozusagen in den Morgenstunden des vierten Nachfolgekrieges aus mit den Konflikten auf Anting, glaube ich, und später dann auch auf anderen Garnisonswelten und dann im Finale dem großen auf Misery. Okay. Ja. Dann haben wir jetzt praktisch die Wolfsdragone abgeschlossen, oder? Jetzt erstmal bis zum Anfang. Genau, die spielen nachher noch eine Rolle, aber jetzt für den Moment, sie sind sozusagen die Vorboten, weil sie halt auch diese alte, aber sehr gute Technologie mitbringen und sie eine Aura umgibt,
des damals für die Indersphäre nicht ganz erklärlichen. Und man natürlich immer den Verdacht hatte, das sind Kerenskys Erben. Genau. Und es passieren noch einige Dinge, die quasi Technologie wieder zum Aufschwung verhelfen. Das eine ganz, ganz wichtige ist natürlich der Fund des Kernspeichers durch die Grey Death Legion, die das quasi ja, veröffentlichen, sage ich mal. Ja. Dann Haus Kurita findet im Prinzip eine alte Star League-Universität und versucht dadurch wieder Mechs und Typen zu kreieren, die es einmal gegeben hat, die man nicht mehr wusste, dass es sie gegeben hat. Und als Antwort auf das Ganze, wie gesagt, Ian Davions oder Hands-On Prince hat dann im 3012 gesagt, okay, die föderierten Zonen können da nicht irgendwie hinten anstehen und müssen quasi da auch versuchen, irgendwie wieder Lostech oder neue Technologie zu entwickeln und Lostech wieder zu gewinnen, und gründet das New Avalon Institute of Science. Und das ist natürlich, sage ich mal, eins der Institute, die da am meisten bis zum vierten Nachfolgekrieg an Dingen entwickelt. Ja, mit dem berühmten Dr. Banzai, dessen genau. Name aus der Serie oder dem Film Buckaroo Banzai wurde. Genau. Das haben wir auch schon in der letzten oder vorletzten, genau. Ich weiß es gerade nicht, gemacht. Ich erzähle es auch gerne noch ein drittes Mal. Okay. Also wir haben jetzt die Wolfsdragone erstmal bis Anfang des vierten Nachfolgekriegs. Jetzt sind wir schon dabei zu sagen, was sitzt die Vorgeplänkel? Also der Helmcore wurde entdeckt. Davian hat das Avalon-Institut gegründet. Kurita forscht auch, ne? Also verschiedene Fraktionen sind dabei, verloren gegangene Technologie wiederzuentdecken. Wobei, warum brauchst du noch forschen, wenn ich schon die ganzen Baupläne habe? Naja, das Problem, das ist, dass in diesem Helmcore ist so viel Information drinnen, dass es quasi keine reinen Baupläne, sondern das sind im Prinzip wissenschaftliche Dokumente, Papers und so weiter. Ja. Ah, okay. Und da steht nicht drinnen, so baust du ein Double Heatsink, ja, sondern da steht drinnen, die Technologie von Heatsinks basiert auf den physikalischen Dingen und bla 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 und so. Ja. Und das quasi in was Produzierbares zu verwandeln, ist schwierig. Und die wenigen, also man kann sich das eher so vorstellen, dass sie im Prinzip wissenschaftliche Bücher gefunden haben. Ja. Und die wenigen Pläne etc., die wirklich drinnen sind, ja, also wo wirklich Pläne drinnen sind, sind teilweise so hochtechnologisch, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist zum Beispiel ein Plan von einem Warship drinnen, das kommen wir dann viel später dazu. Das ist so komplex, ja, dass da die Leute verstehen den Bauplan nicht mal. Ja, ja, da sind super komplexe Themen und Techniken drin, zum Beispiel wie, was Frauen sagen und was sie wirklich meinen. Da sind die bis in die Clan-Invasion nicht, was das zu bedeuten hat. Du meinst, das war die Hälfte von dem ganzen Chor? Ja, sozusagen, genau. Nein, aber das ist tatsächlich, also die Masse an Daten und vor allem die Pläne haben und sie zu verstehen und auch lesen können, sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir haben es ja schon beschrieben, gerade im zweiten Nachfolgekrieg wurde ja dann auch wirklich die Intelligenz gezielt angegriffen. Das heißt, Wissen ist verloren gegangen, und das ist eine ähnliche Entwicklung wie aus der Antike hin zum Mittelalter. Dass die Römer hatten ja schon und die Griechen und auch die Perser Technologien, die einfach dann verloren gegangen sind durch diese furchtbaren Kriege, man verstand einfach nicht mehr, wie das halt funktionieren konnte. Ich meine, Aquädukte, die Ruinen standen immer noch rum, ne? Aber man war nicht mehr in der Lage, so etwas nachzubauen damals. Und obwohl das jetzt wirklich kein Hightech ist aus unserer heutigen Sicht. Ne? Naja, also gutes Beispiel, Beton, ne? Na, gutes Beispiel ist zum Beispiel, in der Türkei gibt es ja die Stadt Göbekli Tepe. Ist ein relativ neuer Fund, im Sinne von ist, glaube ich, 10 Jahre alt oder so. Und man weiß nicht, welche Kultur dort gewohnt hat. Also gibt es Spekulationen, aber das sind Steinmauern, die sind so perfekt eingepasst, dass man heute mit, sage ich jetzt einmal, Diamantschneidern etc.
das nicht so gut hinbekommt, Fuge auf Fuge, wie die das gemacht haben. Also hat man keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Okay. Es ist tatsächlich so. Also es gibt Parallelen auch in der Realität. Von daher, das habe ich bei den letzten beiden Podcasts auch schon gesagt. Ich finde es großartig, wie toll diese Leute damals gearbeitet haben bei Faser, die sich das ausgedacht haben, weil es sind wirklich wahnsinnig viele Bezüge auch zur realen menschlichen Geschichte. Ja, ja, aber die verlorene zurück. Verlorene im Prinzip, genau. Ja, sorry. Im Prinzip angespornt quasi durch diesen Technologieaufschwung passieren natürlich auch ein paar Sachen, die jetzt, sage ich mal, so das Vorgeblättel sind zum Nachfolgekrieg im Vierten. Ja, ja. Und Comstar wird halt auch in dieser Zeit dann skeptisch, weil sie bemerken, es passiert was. Weil Comstar wähnte sich ja auf den für sie vorgezeichneten Weg und alle um sie herum bomben sich in das tiefste Mittelalter und überhaupt, und es wird alles ganz furchtbar. Und sie werden dann irgendwann wieder Phönix aus der Asche kommen und die innere Sphäre unter ihrer weisen Herrschaft vereinen und in ein neues Zeitalter führen. Und auf einmal merken sie, dass der Abwärtstrend gestoppt ist und es sogar langsam wieder bergauf geht und vor allem, dass sich zwei Fraktionen, die potenziell sehr mächtig sind und die sich auch perfekt ergänzen, einander annähern. Und zwar die Vereinigten Sonnen oder Federated Suns und das Lyranische Commonwealth, also Haus Stein und Haus Davion. Und das finden die gar nicht so gut. Mhm. Und deswegen versuchen sie, zu Steiner und Davion einen Gegenpol zu schaffen. Und sie unterstützen dann in dieser Phase die Bildung des Bündnisses von Kapitänen, das heißt Draconis-Kombinat, die Kapellanische Konföderation und die Liga Freier Welten, also Marik, Liao und Kurita, zusammen als Gegenpol. Und sie unterstützen insgeheim, also nicht nur auf diesem diplomatischen Wege, sondern auch insgeheim Bestrebungen, um Darwin und Steiner zu schaden. Und da fängt eigentlich das allererste Battletech an, in der Geschichte sozusagen, das Schwert und der Dolch. Wer hat es von euch gelesen? Ja, natürlich. Afrale, ne? Der Schwert und das Dolch. Was? Oh, Das Schwert und der Dolch. Sword and Dagger. Nee, ich glaube nicht. Es ist nicht die leichteste Battletech-Kost, auch nicht die schwerste, aber es ist so noch ein bisschen hemdsärmlich geschrieben, so würde ich sagen. Es ist auch eines der wenigen Bücher, wo außerirdische Lebewesen vorkommen. Aber kurz mal den Plot halt beschrieben. Max Liao, der Herrscher der Kapellanischen Konföderation, plant den guten Hanse Davion gegen einen Doppelgänger austauschen zu lassen, der ihm hörig ist. Und er programmiert sozusagen einen Menschen um und lässt ihn plastische Chirurgie und talala und löscht sein Bewusstsein aus, und dass der wirklich denkt, er wäre Hanse Davion. Wir haben vorhin von Ian Davion gesprochen. Und warum jetzt von Hanse Davion? Ian Davion ist im Krieg gegen Haus Kurita gefallen, wurde von Yorinaga Kurita, einem entfernten Verwandten von Takashi Kurita, im Duell getötet. Daraufhin, genau, am Ende sozusagen des Nachfolgekrieges. Und Hanse Davion, der kleinere Bruder, der Prinz, das Prinzchen, der eigentlich nur Militär sein wollte und nie irgendwie großartig Erfahrung am Hof gesammelt hatte, wird plötzlich in diese Position gebracht und er soll jetzt die Vereinigten Sonnen halt führen. Und damit hat er am Anfang auch wirklich schwer zu kämpfen. Er fühlt sich sehr unwohl. Er hat Gott sei Dank einen alten Freund und Berater, Adan Sortek, der spielt in vielen Büchern auch noch eine tragende Rolle und damit auch im Lore. Und Adan Sortek ist auch derjenige, der sozusagen dieses Komplott im Buch Das Schwert und der Dolch dann aufdeckt und Hanse gewissermaßen auch mit rettet. Und am Ende des Tages kann sich Hanse also befreien oder wird befreit und schwört dann den Liaos blutige Rache für diesen Versuch. Okay. Hoshi, übernehmen Sie. Genau, also es ist im Prinzip genauso, und vor allem das Coole ist, der richtige Hanse Davion war im Prinzip schon als Verräter festgenommen, so nach dem Motto, ja, also, und ist nur durch quasi einen Zufall, weil der Adan Sortek quasi wusste, wie Hanse auf gewisse Dinge reagiert, quasi ist er nur draufgekommen, dass das der falsche Hanse Davion ist. Ja. Also es war wirklich so
nicht 5, sondern 2 vor 12. Jo, genau. Und im Endeffekt ist das sozusagen der Impuls, der den vierten Nachfolgekrieg eigentlich erst, also der Zündfunke eigentlich, der den vierten Nachfolgekrieg begonnen hat. Denn der Hanse war so entsetzt darüber, was man einem Menschen antun kann. Also nicht nur, dass er ausgetauscht werden soll, sondern dass Max Liao das Leben dieses anderen, dieses Doppelgängers ausgelöscht hat. Das hat ihn so aufgeregt. Also da kommt dann dieses Humanistische mit raus, ne? Dass er sagte, dieser Staat darf unter diesem Mann so nicht existieren. Und gleichzeitig war dann also die Annäherung an Haus Steiner, das ist also alles um 3025 herum, dass er dann die Pläne in Gang setzt, beziehungsweise planen lässt, einen Krieg gegen hauptsächlich Liao zu führen, aber halt auch gewissermaßen gegen Kurita und Marek. Und dann fallen so langsam aber sicher die Puzzleteile an ihrem Platz. Die Operation Galahad beginnt jährlich. Das ist so ein groß angelegtes Manöver an den Grenzen. Ich glaube, hauptsächlich zu Kurita hin und aber auch zu Liao. Und dann denken alle Häuser erst, oh, jetzt beginnt der nächste Nachfolgekrieg, aber es passiert nichts. Genau, also im Prinzip, ja. Die Operation Galahad ist eigentlich der Adan Sortek zusammen mit dem Spionageminister Quintus Ellert hacken so den Plan aus und mit dem Hanse Davion, wie man große Truppenbewegungen wieder koordinieren kann. Also jetzt nicht eben so scharmützelmäßig, sondern wie kann man es machen, dass im Prinzip größere Truppen richtig eingesetzt werden, richtig verwendet werden und dass auch Nachschub da ist für die. Also wirklich groß angelegte Offensiven, die wesentlich mehr Sternsysteme gleichzeitig den Gegner sozusagen auch überrumpeln und an so vielen Fronten gleichzeitig angreifen, dass er einfach nicht reagieren kann. Also da werden auch so Techniken erfunden wie die Sprungschiff-Kommandostrecken und solche Dinge. Und also die sogenannten Blackboxen, glaube ich, so heißen sie, oder? So ist es. Also alternativ zu den Hyperpulsgeneratoren, weil Davion hat mittlerweile den Verdacht, dass Comstar ein falsches Spiel spielt und dass gewisse Nachrichten von ihnen dem Gegner zugespielt werden. Und deswegen geben sie beim New Avalon Institute of Science die Produktion eines alternativen Kommunikationsmittels in Auftrag auf Basis des Helmcores, also des alten Sternenbund-Kernspeichers. Und diese Boxen sind zwar langsamer, aber immerhin funktionieren sie und sie gewährleisten also eine von Comstar unabhängige interstellare Kommunikation abseits von Sprungschiff-Staffetten. Okay. Genau, also man kann sich so ein bisschen vorstellen, so wie ein Fax. Ja. Oh, genau. Interstellares Fax. Die funktionieren, ich wollte jetzt weltweit sagen, aber sternbundweit. Innersphäreweit oder? Ja, genau. Also die funktionieren wirklich so wie HPG, nur halt langsamer und nur Text. Was heißt langsamer? Die Übermittlung dauert gewisse Zeit. Ja. Es ist ein bisschen so, als wenn du ein BMP übertragen willst, alternativ zum JPEG. Das hat dasselbe Bild, braucht halt einfach nur viel Daten. Okay. So stelle ich es mir vor, sagen wir es mal. Also bei den Amateurfunkern gibt's so einen Ausdruck Slow Scan Television, ja. Mhm. Ist im Prinzip, da wird eben auf einer Frequenz Pixel für Pixel ein Bild abgetastet und über Funkwellen übertragen. Und da kann man wirklich zuschauen, wenn man das empfängt, wie Pixel für Pixel das Bild sich wieder aufbaut und genauso ähnlich funktioniert das. Also zumindest, ja, so grob, da gibt's vielleicht jemand da draußen, der uns hier zuhört und die Hände vom Kopf schlägt und sagt, Mensch, das läuft doch ganz anders und da haben wir noch den Fluxkompensator und tralala. Aber so einfach ist es langsamer und ist nur Text und ich glaube, das reicht, um zu erklären, warum sie Comstar nicht komplett aus dem Spiel ist und vor allem eine spätere Handlung von Comstar die Vereinigten Sonnen trotzdem schwer trifft. Aber zumindest ist die Vorbereitung laufend. Sie haben ein Fundament, auf dem sie aufbauen können und die Annäherung mit Steiner gibt ihnen halt dann auch die wirtschaftlichen Ressourcen. Wiederum Davion schickt militärische Berater, denn Steiner ist trotz der großen wirtschaftlichen Macht
militärisch nicht so erfolgreich gewesen die letzten 300 Jahre, wie sie hätten sein können, weil sie militärisch nicht auf der Höhe sind. Und das ist eigentlich wiederum ganz spannend. Wir hatten das Thema ja schon, Steiner alias Deutschland, ne? Mhm. Deutschland steht ja militärisch gesehen durch die Preußen und auch das, was im Ersten, Zweiten Weltkrieg passiert ist, also sind ja auch für militärisch fähige Kommandeure bekannt, die aus wenig viel machen können. Ne? Mhm. So Friedrich der Große und der weiter. Ne? Im Battletech-Universum ist das nicht so. Da stehen die Deutschen oder Steiner für gigantisch große Armeen, super ausgestattet, die aber unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und dieses Defizit wird durch die klugen Davians, die eine sehr große und effektive Militärmaschine haben, die aber wirtschaftlich bei weitem nicht so stark sind, wie Steiner sind, dann halt gepimpt, während Steiner Davian dann halt wirtschaftlich unter die Arme greift. Und deswegen passen die sehr gut zusammen, zumal wir Hanse Davian einen Jungen haben und mit Melissa Steiner ein Mädchen, die man miteinander verheiraten kann. Das ist jetzt ja so ein bisschen ja, nach dem... Ja. Das hört sich ein bisschen nach dem Vater von Friedrich dem Großen an. Hat die Riesenarmee aufgebaut, aber wird nicht eingesetzt. Wird nicht eingesetzt, ne? Die langen Kerls. Die langen Kerls, genau. Hat er sich sogar ein paar schenken lassen. Ja. Naja, dadurch kam es ja überhaupt erst zustande, die langen Kerls. Die wurden ja von dem russischen Zaren geschenkt, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Genau. Naja, auf jeden Fall, es ist so ein bisschen so diese Verquickung und dass das nicht viel früher passiert ist in der Sphäre, weil Steiner und Davian hatte ja nie eine gemeinsame Grenze und die hätten sich auch viel früher schon vertragen können, aber gut, haben in den 80ern, nicht? In den 80ern, bis dahin hatten die einfach nicht viel miteinander zu tun. Also ich glaube, es gab mal Kämpfe, aber wirklich nur am Rande und ein bisschen, ne, so ein bisschen, ey du. Ne? Die Grenze ist doch die Erde, oder? Ja, genau. Also traditionell kämpft Davian halt gegen Kurita und Diao und Steiner gegen Kurita und Marik. Jo, oh. Und jetzt kommt die grundlegende, was die innere Sphäre angeht, wichtigste Trilogie von Michael Stackpole, seine ersten Werke im Battletech-Universum, und zwar En Garde, Riposte, Coupé. Ich habe sie vor ein paar Jahren nochmal gelesen. Ich muss immer noch sagen, wir sollten Stackpole auf Knien danken, dass er so eine super Grundlage für dieses gesamtpolitische Gestehen gelegt hat. Allerdings, sie ist nicht ohne Fehler. Die Bücher sind manchmal schon ein bisschen cheesy, weil die Helden von Stackpole neigen dazu, im richtigen Moment immer das Richtige zu tun und damit die wirklich sehr, sehr klugen und vielschichtigen Pläne der Bösen mit einer Bewegung halt über den Haufen zu werfen, mit einer Handbewegung. Ich habe mal Stackpole über Facebook, wir sind da befreundet oder sagen wir mal in Kontakt, befreundet ist jetzt vielleicht zu viel. Und da habe ich ihm immer angeschrieben und diese Frage gestellt, warum? Warum? Warum er immer so tolle Szenarien aufbaut, auch in Star Wars mit Rogue Squadron und dann die Helden es immer irgendwie schaffen, das zu durchkreuzen und es halt so ein wiederkehrendes Muster ist. Und sagt er, naja, es gibt halt Menschen, die haben diese Befähigung, die sind, haben halt diesen Touch und die sind halt in der Lage, gemeingefährliche Plots rechtzeitig zu erkennen und diese dann zu durchkreuzen. Das ist so seine Begründung. Naja, das ist halt so der Hate. Ja, aber dann würden ja die Bösen auch gewinnen, ne? Wäre mal ab und zu mal auch mal ganz interessant, weil die Bösen gewinnen immer nur so lange, bis es dramaturgisch richtig spannend wird und dann verlieren sie auf jeden Fall oder der Hate gewinnt. Das ist in allen seinen Büchern so. Naja, im Star Wars ist ja andersrum, ne? Boah! Ja, ich meine, die. Jetzt keine Star Wars-Diskussion, bitte. Ja, okay. Nein, okay. Ja, lieber nicht. Also, ich spiele natürlich auf eine bestimmte Figur an, Hoshi, auf wen? Ja, auf Justin Ellert. Ne? Sag's nochmal? Justin Ellert ist natürlich der Held der Geschichte. Richtig, genau. Justin Xiang Ellert, der Sohn von dem Geheimdienstchef Quintus Ellert. Ja, das Buch, also die Trilogie, ist er schon die Hauptfigur. Er wird geschasst am Anfang, als Verräter abgestraft von Hasek Davion, dem Schwager von Hanse sozusagen, der selber, also Duke Michael Hasek Davion, der selber scharf auf den Thron ist und alles tut, um Hanse Davion in Verruch zu bringen, der auch in dem Verdacht steht, mit Liao geheime Sache zu machen, um Hanse zu stürzen.
Und Justin gerät dann an oder kommt dann nach Solaris, wird sozusagen ins Exil geschickt und wird dort Gladiator, knüpft Kontakte zur Maskirovka, das ist die Geheimdienstorganisation von Haus Liao, und wird sogar von der Maskirovka dann halt angestellt sozusagen, erst als Freischaffender, später dann auch dann in die Konföderation, in Kapalanische rübergeholt, wo er dann ganz nah im, oder im Zentrum der Macht ist und sogar mit Candance Liao, der Tochter von, oder der eine der beiden Töchter von Max Liao, eine Beziehung anfängt und das Reich dann von innen schädigt und damit das so umbiegt, dass, oder ein ganz wichtiges Element ist, dass der vierte Nachfolgekrieg dann so zugunsten der Davians dann läuft. Okay, das ist dann der Vater von dem Sohn, ne? Haha. Von Kai Allett. Genau, ja. Der Kai Allett, der beste Buddy von Victor. Prinz Victor Steiner da. Ja. Okay, dann habe ich schon mal die und, richtige. Genau, und ist halt der Sohn und der Kai Allett auch von Candace Liao, also deswegen auch, ne, Kai Allett. Und es ist jetzt alles ein abgekartetes Spiel? Ja, von vornherein. Aber das finde ich ganz gut. Also im Buch, zumindest damals, war es nicht sofort klar erkennbar. Es gibt so ein paar Szenen, wo man das dann schon immer mehr ahnt, ne? Aber gerade das erste Buch, wo der Justin Xiang Allett gerade von seinen ehemaligen Kameraden dann auch an den Pranger gestellt wird, also oder also, diese Kriegsverhandlung. Ja, erzähl mal. Also für mich einer der schönsten Dinge, wo man quasi daran zweifelt, dass es so ist. Also wo man, wenn man das Buch das erste Mal liest, wirklich denkt sich, okay, der ist wirklich ein Idiot, der Justin Xiang, ja, ist für mich der eigentliche Krieg, die eigentliche Kriegserklärung des vierten Nachfolgekrieges, ist ja im Prinzip, werden alle Fürsten der Nachfolgehäuser nach Terra eingeladen von Comstar. Ja. Zur Hochzeit von Hanse Davion und Melissa Steiner. Und in der Hochzeitsfeier, ja, erklärt im Prinzip der Hanse Davion ja den Krieg, ja, und wie sich also sagt quasi, er schenkt der Melissa Steiner die Kapellanische Föderation, so nach dem Motto, und ja, löst damit den vierten Nachfolgekrieg aus. Aber was viel wichtiger ist, weil das ist eine coole Aktion, aber das, was eigentlich viel wichtiger ist, ist, wie sich Justin Xiang, also während der Hochzeitszeremonie verhält und wie er mit den Leuten umgeht, ist so abgrundtief kacke von ihm, ja, dass man wirklich denkt, okay, nee, der ist wirklich over the edge. Ja, das ist so nach dem Motto, das ist der wird so als Böser jetzt an hingestellt. Ja. Und okay. Der Hanse ist der das irgendwie rausrudern muss. Und vor allem ist es auch verständlich, weil der ist so mies behandelt worden und da in den Pranger gestellt worden. Also ist es aus meiner Sicht war es damals und auch wie heute absolut glaubwürdig wäre es gewesen, wenn er seine alte Familie und Haus Darwin jetzt verrät, weil sie ihm echt übel mitgespielt haben. Aber die Frage ist, was hat er jetzt genau gemacht? Was genau? Der Verrat oder was ihm vorgeworfen wurde? Also wurde er jetzt erst an den Pranger gestellt und dann war die Hochzeit oder wurde das, ist das? Erst an den Pranger gestellt und dann die Hochzeit. Okay, warum wurde er an den Pranger gestellt? Das war ein Vorfall auf einer Grenzwelt zu Liao. Da war er der Kommandeur von einer Ausbildungseinheit. Diese Ausbildungseinheit geriet in einen Hinterhalt von Haus Liao, also Söldnern, die sie halt geschickt hatten. Und dabei ist er schwer verletzt worden, hat einen Arm verloren und auch einige seiner Rekruten, wobei die sich am Ende des Tages recht gut geschlagen haben. Und der Hasek Davion hat es dann so dargestellt, als wenn er seine Truppe im Stich gelassen hätte, weil er hat sich dann alleine einem Rifleman gestellt mit seiner Valkyrie, also 30 Tonner gegen 60 Tonner, während seine Stinger-Piloten da praktisch alleine ganz viele Zikaden abwehren mussten. Ne? Und im Prinzip wollte Hasek Davion Hanse schädigen, indem er den Sohn seines Geheimdienstchefes diskreditiert. Und das ist ihm auch gelungen. Und während dieser Zeit ist, ohne es dem Leser mitzuteilen, wohl bei Allett und Davion der Plan gereift, diese Situation zu verwenden, um Justin als Agenten zu positionieren. Ne? Das heißt, Justin muss in diesem Moment
oder sie müssen halt erkannt haben, dass selbst wenn sich Hansa jetzt vor ihnen stellt, dass es schwierig wird, seine Glaubwürdigkeit herzustellen. Und sie haben versucht, dann aus dieser Situation Kapital zu schlagen. Und Justin hat für mich als Leser sehr glaubwürdig mitgespielt. Und es gab dann eine richtig tragische Szene vor Gericht und wie er dann Hansa quasi ins Gedicht, also verbal ins Gesicht spuckt, ne? Und sagt, so kannst du dir das sparen. Und daraufhin wird er von Hanse höchstpersönlich verbannt, ne, aus dem Vereinigten Sonnen. Okay, warum war er denn bei der Hochzeit? Weil er mittlerweile im inneren Kreis von Haus Liao war und die ihn mitgenommen haben. Dann jetzt die Frage an Hoshi. Wie kam er in den inneren Kreis vom Haus Liao? Also das im Prinzip geht das los. Er schlägt zuerst auf Solaris auf, also auf der Spielewelt quasi. Und fängt an dort, im Prinzip schleicht er sich in einen Mechstall ein, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber und versucht halt möglichst nur gegen Kämpfer der föderierten Sonnen anzutreten. Vereinigten Sonnen. Vereinigten Sonnen, ja. Ist da extrem erfolgreich. Ja. Er bringt auch welche davon um, also genau, er tötet sie. Genau, er bringt auch welche davon um, ja. Wobei, zu der Zeit glaubt man noch, dass er es nicht gern getan hat, aber so nach dem Motto, wenn er muss, dann bringt er den auch um. Ja? Mhm. Daraufhin wird halt eben ein Maskirovka-Agent auf ihn aufmerksam und heuert ihn quasi für so ein paar Dinge an, ja, so ich sage jetzt einmal leichte Missionen unter Anführungszeichen. Ja? Er kämpft sich da immer weiter hoch, ja, und die Maskirovska wird quasi immer mehr da rein, ja, und im Prinzip löscht er einen Maskirovka-Agenten selber aus, mehr oder weniger, ja, und bringt sich damit in die Lage, dass er quasi der Einzige ist, der von dem noch dieses Wissen hat, sage ich mal, ja, und schleicht sich so quasi da ein und wird dann nach Sian, also die Hauptwelt von der Kanischen Föderation, eingeladen, ja, und schafft es im Prinzip einen Schachzug zu machen gegen die Vereinigten Sonnen, ja, wo er im Prinzip sehr erfolgreich agiert und vermeintliches Lostech den Vereinigten Sonnen stiehlt und den Liaos bringt. Und damit seine Glaubwürdigkeit zementiert. Damit seine Glaubwürdigkeit zementiert und gleichzeitig verliebt sich mehr oder weniger, mehr oder weniger zufällig, aber verliebt sich die Candence Liao, also eine Tochter von Maximilian Liao, die ältere Tochter, die jüngere Tochter, in den Justin. Und im Prinzip reist er zur Hochzeit als Anhang von der Candence Liao. Okay. Liebt er sie damals? Ja. Ja, also definitiv. Man merkt schon, sie ist auch anders. Also sie ist nicht so verrückt wie ihre Schwester oder ihr Vater, also wesentlich geerdeter, schlägt wohl eher nach der Mutter. Ah, okay. Also, Hoshi, er kommt an zur Hochzeit. Was hat er getan? Wen hat er beleidigt? Warum? Wieso? Weshalb? Also im Prinzip... er hat dort natürlich sehr viele Leute getroffen, wie zum Beispiel seinen Vater, den er im Prinzip auf der Hochzeit komplett noch einmal denunziert. Also der versucht ihm quasi so einen Strohhalm zu reichen, ja. Und er sagt ihm quasi so ins Gesicht, ich habe keinen Vater, bla bla bla, also so richtig abgrundtief. Dem Hanse Davion schlägt er nur ein paar so richtige blöde Dinge entgegen, ja. Und auch den einen seiner besten Freunde, dem Redburn, quasi tut er so ab und so nach dem Motto, wenn er ihm das nächste Mal trifft, dann schießt er ihm aus dem Cockpit und so. Also richtig, richtig heftige Sachen. Ja, er benimmt sich halt wie ein Arschloch. Ne? Genau. Und da denkt man auch jetzt, also jetzt ist es wirklich. Also es war so der Punkt, wo ich auch gedacht habe, okay, jetzt ist er verloren für die gute Sache und jetzt ist er ein Böser. Aber ein bisschen, weil wir haben doch sehr viele Themen, nicht so sehr auf, also Justin ist auf jeden Fall so ein Enabler, würde ich sagen, der den Erfolg von Davian doch deutlich beflügelt. Aber es ist nicht das Einzige, sondern auch, vorhin Hoshi hat es schon angerissen, Operation Galahad, das Säbelgerassel hat
zweierlei Auswirkungen gehabt. Einmal haben die Vereinigten Sonnen, also ihr Militär, gelernt, im großen Stil zusammenzuarbeiten, und es hat die Gegner desensibilisiert. Total praktisch. Als 3026 das erste Mal die Operation Galahad stattfand, haben alle gedacht, oh, jetzt geht der Krieg los. Und Liao hat mobilisiert und Kurita hat mobilisiert und Marik hat mobilisiert. Passiert ist nichts. 3027 gab es wieder eine Operation Galahad und die haben gesagt, okay, letztes Jahr war der Probelauf, jetzt meinen sie es ernst. Und wieder haben Liao, Marik und Kurita mobilisiert und passiert ist? Nichts. Dann kommt die Hochzeit. Alle fahren dahin und in dem Moment schlagen die los. Okay, also sie greifen Liao an, weil, wie wir jetzt von Story gelernt haben, Liao sind die Bösen. Ja, zumindest zu dem Zeitpunkt sind sie klassischen Bösen. Also es ist interessant, dass es hier nicht die deutschen Nazis sind, also nicht Steiner-Nazis oder sowas, sondern halt Kurita und Liao sind eher die Bösen. Und Liao sind auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt von den Büchern her ganz klar im Fokus als die Schurken. Ja, wobei man muss schon eins anmerken, was im Buch immer wieder vorkommt, und das muss man ihnen zugute halten. Ja. Der Maximilian Liao und seine Tochter Romana werden quasi als die komplett Verrückten ihren Herrscher dargestellt. Ja. Aber es wird immer wieder positiv hervorgehoben, dass das eigentlich das Volk in der Konföderation eine sehr reiche Kultur hat, teilweise extrem nette Leute sind, mit sehr, sehr, auch fähige. Genau, sehr fähige Leute, mit sehr reicher Kultur eben im Hintergrund und allen Dingen. Also es wird immer wieder hervorgehoben, dass das Volk in der Konföderation nicht die Bösen sind. Ja. Das hört sich so ein bisschen nach der Diktator Korea quasi an, ne? Genau. Und nicht nur bei Liao, sondern auch in den Büchern, die praktisch direkt parallel spielen oder daran anschließen, Wölfe an der Grenze und ein Erbe für den Drachen, wird auch Haus Kurita rehabilitiert. Die waren ja in der Grey Death Legion Trilogie, zumindest in den ersten beiden Büchern, nur der Blueprint für das gesichtslose Böse. Die sind einfach böse, weil sie es sind, so wie die Star Wars, die imperialen Offiziere an Deck des Sternzerstörers. Ne? Und zack, ne? Mhm. Und oder die gesichtslosen Sturmtruppen. Und das finde ich halt cool, dass in dieser relativ frühen Phase Faser damals gesagt hat, so wie Hoshi es beschreibt, also auch der Gegenseite, der prinzipiell bösen Seite, ein interessantes und vielseitiges Profil zu verschaffen. Mhm. Genau, also der Michael Stackpole scheint gern Chinesisch zu essen. Und deswegen beschreibt er das immer lustigerweise, gerade wenn eben die Leute von der Maskirovka essen gehen oder so, ja. Litschi, jawohl. So auch diese Kulturdinge dabei und so. Hm. Okay. Die Armee dich der Vereinigten, also jetzt sind es Vereinigten Sonnen, aber praktisch der. Vereinigte Sonnen sind es doch, ja. Genau, aber nur der Teil, der Davians greift, die Kapellaner. Ja, richtig. Genau, die greifen im Prinzip die Kapellaner an und in Abstimmung, ja, weil natürlich Davion Angst davor hat, wenn sie jetzt so viel Truppen Richtung Capella verschieben, dass Kurita das dem Braten riecht und im quasi Norden, sage ich jetzt mal, einfällt. Ja. Mhm. Eine Magdakonis. Genau, greifen im gleichen Zug das Haus Steiner die Kuritas an. Genau, und zwar auf breiter Front. Militärdistrikt Diron und Rasalak, das sind ja die beiden Militärdistrikte Haus Kuritas zu Steiner hin. Mhm. Und unterstützt von Militärberatern Davians sind sie auch überaus erfolgreich und nehmen auch viele Welten ein. Und die Draconis Combined Master Soldiery, also das Militär von Haus Kurita, ist geschockt über den extrem schnellen Fortschritt und die Effizienz der Steiner-Truppen, das ist man von denen nicht gewöhnt. Weil man sagt nicht umsonst, eine Lanze Assault Max ist eine Aufklärungslanze von Steiner. Mhm. Ist genauso langsam bewegen sich die normalerweise. Ja, also, ja genau. Ja, und da schlagen sie wirklich gezielt auf breiter Front eine Bresche rein. Ja. Mhm. Und zur gleichen Zeit ist natürlich ein zweiter für Kurita schwerer Schlag. Also eigentlich haben sie es anders geplant gehabt. Ja. Also es ist 3028, glaube ich, wo ja. Jamie Wolf im Prinzip
gerettet wird durch Minobu, wie heißt der mit Nachnamen? Minobu Tetsuhara. Genau, Minobu Tetsuhara. Und Minobu Tetsuhara, im Prinzip, weil er sich eben gegen Theodore, gegen Takashi Kuritas Befehl den Jamie Wolf rettet, begeht im Prinzip Seppuku, ja, was den Jamie Wolf als komplett sinnloser Tod vorkommt. Retten kann man nicht sagen, da muss ich jetzt mal kurz widersprechen. Also der Minobu Tetsuhara wird ja eigentlich geopfert als Schachfigur von genau. Takashi. Und das Ziel ist, auf Misery in diesem großen Endkampf zwischen Wolfs Dragona und den Ryuken-Regimentern plus noch reguläre Regimenter, ich glaube von Galadon, zusammen mit einem Schwert des Lichts, die halt zu vernichten. Und eigentlich sind die Kuritisten numerisch in Überlegenheit und haben im Hinterhalt Einheiten stehen, aber durch schlechte Abstimmung und politische und Animositäten untereinander funktioniert das nicht reibungslos, zumal Jamie Wolf bescheißt. Eigentlich sind keine Luftraumjäger oder Luftraumassets sozusagen, Streitkräfte erlaubt, aber trotzdem hat er Überwachungssatelliten gestartet, die halt die Bewegung der Kuritisten erfassen und damit wissen sie halt immer genau, was sie tun. So ein bisschen wie im Zweiten Weltkrieg die Briten mit der Enigma-Maschine, ne, die halt auch mal sehr genau wussten, was die deutsche Seite vorhat. Und selbst dann war es so knapp, dass von den 5 Regimentern, die die Dragoner zu Beginn hatten, am Ende nur noch etwas mehr als ein verstärktes Regiment übrig war. So knapp war die Geschichte auf Misery. Aber es hat so viele Ressourcen gefressen auf Seiten Haus Kuritas, dass sie inklusive der Steiner-Invasion auf der anderen Seite nicht in der Lage waren, das auszunutzen, also diese offene Flanke zu Davian auszunutzen. Und das ist sozusagen der Trick gewesen, dass die Vereinigten Sonnen so viele Truppen auf der Liao-Grenze konzentrieren konnten. Und da habe ich mir das notiert, weil das fand ich auch ganz interessant. Und zwar die Vereinigten Sonnen konnten dabei eine strategische Schwäche Haus Liaos ausnutzen. Haus Liao war durch die Erfahrung des lange währenden dritten Nachfolgekrieges darauf getrimmt, militärisch ja in der Unterlegenheit relativ schwache Garnisonsplaneten zu haben, mit einer großen operativen Reserve im Hinterland sozusagen, also in Planeten zweiter und dritter Reihe, die dann eingesetzt wurde auf dem Planeten, wo Haus Davian punktuell Vorstöße machte. Und das hatte funktioniert, solange das Kräfteverhältnis einigermaßen on par war an dieser Grenze. Aber als die Davians unheimlich viele Einheiten von der Kurita-Grenze abgezogen haben und auf breiter Front gleichzeitig alle Frontplaneten angriffen, haben diese Reserven lang nicht ausgereicht, um dann an der Front ordentlich dagegen zu halten. Und tatsächlich, in diesem Krieg hat Haus Liao 2/3 ihrer Streitkräfte verloren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Warum sind sie nicht ganz gefallen? Einfach, weil die Invasion sich totgelaufen hat. Es gibt so auch hier wieder interessanten realer Bezug. Habe ich mal gelesen, dass der Westfeldzug 1940, wie auch der Operation Desert Storm, also eigentlich der zweite Irakkrieg unter Bush, ist da tatsächlich auch in der realen Welt logistische Grenzen gibt, wie auch eine moderne Armee, die mit Spritreserven plant und dergleichen, einfach nur eine gewisse Anzahl von Kilometern schafft in einer bestimmten Zeit. Und dann hat sich's totgelaufen. Und tatsächlich haben sie ungefähr die Hälfte von Haus Liao dabei eingenommen und danach war ihre Logistik einfach am Ende, zumal Comstar, und jetzt kommen wir wieder dahin, ein Interdikt aussprach auf Haus Davian und damit keine HPG-Stationen mehr für sie zugänglich waren. Sie hatten zwar immer noch die Blackboxen, aber das Ganze war natürlich minderwertig und da mussten sie Sprungschiffstaffetten zusätzlich einsetzen, um Nachrichten zu übermitteln, was die Wirtschaft von Haus Davian nachhaltig störte und schädigte. Und deswegen mussten sie dann irgendwann ihre Offensive einstellen. Okay, dann erstmal die Frage, wann wurde das Interdikt gemacht? Glaube ich, sobald die Invasion begann. Also das war also gleich am Anfang. Sehr zu Beginn. Nicht ganz, sondern im Prinzip, also 3027, 3028 beginnt quasi der Krieg, ja. Und 3029
im Prinzip gibt's die Welt Sana, ja. Und die damalige Präzentorin Mindo Waterly sagt quasi im Prinzip, der Sana HPG wird quasi von Söldnern angegriffen, die aber Davion-Farben auf ihren Macs haben, ja. Und zerstört oder zumindest stark beschädigt, ja. Damit quasi sagt, kommst da, okay, liebe Sonnen, ihr habt eine unserer Installationen angegriffen, das ist quasi das stärkste Vergehen, was es gibt. Ihr werdet unter Interdiktion gestellt. Okay, genau. Wer warnt die Söldner? Waren sie im Auftrag von Davion, oder? Das waren Söldner von Comstar, also eigentlich gar keine Söldner, okay. Sondern eigentlich Comguards, ja. Ja, also Akolyten sozusagen, ne? So, genau, ja. Also eigentlich Comstar-Truppen, aber natürlich, damit Davion nicht, weil Davion weiß natürlich, dass sie es nicht angegriffen haben, ja. Hat man ihnen quasi so vorgetäuscht, dass das Söldner waren, ja, die von Irwin angeheuert wurden. Und Recht haben und Recht bekommen ist halt immer schwierig. Davion wusste es aber sie konnten sich beweisen und damit war die Sache für sie öffentlich. Genau. Vor allem konnten sie nicht beweisen, dass es Comstar selbst war, weil den Davion so Beweismittel auch in die Hand gespielt wurden, dass es im Prinzip Söldner waren, die von Liao angeheuert waren. Okay, dann ist die Frage, warum wollte Comstar das? Was war der Plan dahinter? Sie wollten natürlich verhindern, dass Davion siegt und dass sie zusammen mit Steiner eine übermächtige Macht erstellen, die ihrem Plan zuwiderläuft, die innere Sphäre irgendwann zu übernehmen. Also Steiner und Davion, wenn Liao wirklich komplett gefallen wäre und die Möglichkeit bestand ja, ne, dann wäre Kurita nur noch eine Frage der Zeit und damit am Ende des Tages auch Haus Marek und damit hätte man eine geeinigte innere Sphäre unter der Herrschaft von Haus Davion und das wollte Comstar natürlich nicht, weil sie sehen sich ja in dieser Rolle. Okay. Deswegen hat Comstar, sage ich jetzt einmal, auch zu dieser Zeit dann angefangen, im Geheimen natürlich, aber Haus Marek und Haus Kurita immer zu unterstützen, ja? Weil Haus Kurita war im Prinzip flach. Also nach dem Krieg mit den quasi Wolfsdragonern und den Steinerkräften, ja, war Haus Kurita von den Kräften, die sie noch zur Verfügung hatten, komplett flach. Ja, also die hatten im Prinzip nichts mehr. Der Takashi Kurita war mehr oder weniger mit seinem Latein am Ende und hat nur noch Leute in den Tod geschickt, ja, weshalb dann, tot allen Söldnern! Genau, tot allen Söldnern und all so ein Scheiß, ja. Weshalb dann im Prinzip im Jahr 3030 der Theodore Kurita den Titel Gunshin no Kanrei bekommen hat, ja. Was so viel bedeutet quasi, dass er der Oberbefehlshaber des gesamten Militärs ist und komplett die militärische Doktrin etc. bestimmt, ja. Und der hat dann gesagt, okay, jetzt müssen wir was tun. Ne? Und im Prinzip hat er zwei Sachen gemacht. Das erste ist, er hat angefangen mit Comstar zu verhandeln, um von Comstar Mechs zu bekommen. Ja, weil er hat gewusst, Comstar hat schon angefangen, ihre HPG-Stationen auszurüsten mit Mechs und so weiter, damit die eben nicht mehr angegriffen werden. Ja? Und hat gesagt, okay, ihr habt Mechs, gebt uns Mechs. Ja, Comstar ist sogar auf Theodore selber zugekommen. Aber ich finde, du überspringst noch einen wichtigen Startpunkt. Also behalte deinen Gedanken. Der Nukleus für Theodores Verhaltensänderung war sein Engagement bei der Legion von Vega. Da hat er angefangen, diese Regimenter umzuformen und in eine verhältnismäßig kampfkräftige Einheit dann zu transformieren und hat im Rahmen seiner Möglichkeiten dem Steinerangriff von 3028 und 29 erheblichen Widerstand entgegengesetzt und damit ein Beispiel gesetzt, wie man mit flexibler Verteidigung erfolgreich sein kann gegen einen übermächtigen oder scheinbar übermächtigen Feind. Und das widersprach komplett der Takashi-Doktrin stehen und sterben. Ne? Also stehen, gewinnen, kämpfen, siegen oder untergehen, sagt man dazu. Ne? Und
das war sozusagen so der erste Beweis, dass er mit seiner Strategie Erfolg haben kann. Und du hast vorhin noch, Hoshi, was erwähnt, da gab es doch im Jahr 2019 auch noch einen persönlichen Punkt, einen Turning Point in seiner Geschichte. Genau, also der Theodore ist im Prinzip nie so richtig mit seinem Vater zurechtgekommen, weil sein Vater halt immer da, also extrem, ich sag mal, extrem doktrinmäßig immer war, ja, und im Prinzip nie irgendwie Zuneigung oder sonstige Dinge seinem Sohn geschenkt hat, sondern eben ihm zum Beispiel zur Legion Vega geschickt hat, was so nach dem Motto des Der Abschaum der Korita-Einheiten ist, ja. Weil er halt der Meinung war, der Theodore ist zu soft und eben seine Flexibilität ist eine Schwäche und so weiter. Genau, und alle würden ihm nur nach dem Munde reden und seine guten Ergebnisse wären nur geschuldet, weil er der Sohn des Koordinators ist und all solche Sachen, Weichei. Ne? Und bis 2019 hat er immer so nach dem Motto noch versucht, der Theodore irgendwie seinem Vater zu gefallen. Ja, also er hat immer so irgendwie hingedingst, ja. Hat sich aber dann in die Tomoe Sakade verliebt, ja. Und das ist keine Adelige. Normale Mechkriegerin, die genau, auch. Normale Mechkriegerin. Genau. Hat noch ein bisschen mehr Hintergrund, aber da kommen wir dann gleich zu. Genau. Und 2019 hat er so nach dem Motto noch ein Schlüsselerlebnis mit seinem Vater, wo sein Vater sagt: Na, du bist sowieso der letzte Dreck, weil nicht mal heiraten kannst du. Ja. Und deswegen 2019, ohne seinem Vater oder irgendwem was davon zu sagen, also im Geheimen, heiratet er dann diese Tomoe Sakade und schließt quasi damit ab, dass er seinem Vater gefallen will, sondern sagt so nach dem Motto, jetzt gehe ich meinen Weg und ich ziehe mein Ding durch. Und das Geile ist halt, Takashi denkt wirklich lange noch, dass Theodore immer nur nach Aufmerksamkeit heischt und glaubt ihm auch gar nicht, dass er so viele Mechs im vierten Nachfolgekrieg da abgeschossen hat. Und Theodore ist das so einem Punkt scheißegal, ob er das glaubt oder nicht. Ne? Und das ist halt total interessant, so dass die Wahrnehmung, Takashi ist in seinem Verhältnis zu seinem Sohn irgendwo pre-2019 stehen geblieben. Und Theodore hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Macht immer noch Fehler und deswegen finde ich es auch ein interessanter Charakter. Aber er wird besser in dem, was er tut, und er ist auch selbstkritisch. Okay, wir haben jetzt herausgefunden, dass die Federated Sons die Liao den Krieg erklärt haben und gleichzeitig auch Kurita. Also die haben gleich gesagt, okay, Kurita, wir erklären den Krieg, oder war das dieses wir befreien Ras Al Haag? Na, im Prinzip Steiner hat den Kuritas den Krieg erklärt. Richtig. Ja. Mhm. Und hat gesagt, okay, wir wollen Planeten, die wir eben im dritten Nachfolgekrieg verloren haben, wollen wir zurückerobern. Ja, und das waren einige. Genau, und das waren einige, weil eben, wie gesagt, Steiner nicht so aktiv ist. Und haben da ziemlich reingeschlagen. Und Haus Marek war zu der Zeit ziemlich tied up mit internen Kämpfen. Also die haben nicht so viel teilgenommen an dem Krieg. Nein, also nicht so viel im Verhältnis. Nicht am Anfang vor allem. Ja, ja, genau. Also es gab nachher noch Offensiven, da kommen wir dann aber, glaube ich, später im Detail noch zu, aber tatsächlich vergleichsweise passiv. Na, wer hat denn Marek den Krieg erklärt? Marek hat Steiner den Krieg erklärt und auch Liao. Okay, warum? Genau. Ja, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so darauf eingehen, weil das führt uns jetzt zu sehr von dem weg, was eigentlich da passiert ist. Also ich würde gerne dann bleiben wir mal im Norden. Genau. Ras Al Haag ist mich ein interessanter Punkt. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Da wollte ich jetzt raus. War das nicht auch einer der Gründe, wo Steiner gesagt hat, wir wollen Ras Al Haag in die Unabhängigkeit führen? Zumindest nach außen hin, genau. Und sie haben ja viele der Planeten auch erobert, aber eben nicht alle Planeten. Und deswegen haben sie offiziell gesagt, naja, solange wir nicht alle Planeten befreit haben, können wir euch ja eure eigene Nation noch nicht geben. Ne? Weil es ist ja nur 90%. Ja, und das geht ja nicht. Und das hat den Ras Al Haagern auch nicht wirklich gefallen. Also die fühlten sich dann schon ein bisschen beschissen von ihrem Befreien. Und das erinnert so ein bisschen an die Araber unter den Engländern im Ersten Weltkrieg, die ihnen geholfen haben, die Türken sozusagen rauszuwerfen unter dem Versprechen, wir bekommen so eine panarabische Nation. Und am Ende sagten die Engländer nur, oh, doch nicht. Ja, Lawrence von Arabien muss man da korrekt erwähnen. Genau, also man sieht, es gibt diese schönen Parallelen zu realen historischen Begebenheiten und genau das ist in dem Moment passiert und deswegen waren Ras Al Haag auch nicht immer so 100% von Steiner dann begeistert in der Folge. Genau, aber Theodore Kurita
weiß, dass er jetzt mit den Truppen, die er noch hat, weil er eben ziemlich flach war, ja, das Draconis-Kombinat in der Form, in der es jetzt dann ist, nicht verteidigen kann. Richtig. Comstar kommt auf ihn zu und sagt, pass auf, Freund, wir helfen dir. Wir geben dir Battlemax und so weiter. Jetzt braucht er natürlich auch Piloten für die Battlemax und er kann sich nicht um zwei Fronten kümmern. Ja. Und deswegen entsteht im Prinzip der Plan eigentlich vom Theodore Kurita zu sagen, okay, ich gehe Brasselhack her, Einspruch, die an. Ja. Die Idee kam vom Comstar tatsächlich. Stimmt. Die Idee wurde vom Comstar aufgeworfen und der Theodore Kurita sagt ja eigentlich, stimmt, wenn ich die anerkenne und sage, okay, Rasselhag ist ihre eigene Republik und ich stelle mich mit denen auf einen freundlichen Fuß, dann habe ich eine Bufferzone zu den Steiners, weil die Rasselhager mögen ja die Steiners gerade nicht so recht mehr, weil die ja eben die nicht wirklich befreit haben. Genau, und die Steiner könnten auch nicht mal eben Rasselhag dann erobern und vor allem würde es die Steiner zwingen, die von Kurita eroberten Rasselhag-Planeten an Rasselhag abzugeben, weil sie ja offiziell zur Befreiung nur da sind. Und damit würde sich die Steiner-Kurita-Grenze mal um gute zwei Drittel verkürzen, also nur noch auf den Diron-Militärdistrikt. Und das ist natürlich ein super Schachzug. Das heißt, das dauert zwar noch ein paar Jahre dann, ja, also bis Rasselhag wirklich anerkannt wird. Das ist dann 30, 34. Ja. Und in der Zeit dorthin schließt Theodore Kurita quasi einen Bund mit der Yakuza, um Mech-Piloten zu kriegen. Ja. Weil sie haben einfach nicht die Kapazitäten, so schnell auszubilden. Takashi versucht das Ganze auch zu verhindern, weil er wittert, dass Theodore eine eigene Armee um sich sammelt, um Takashi zu stürzen. Aber er versteht gar nicht, worum es Theodore geht. Theodore hat mittlerweile verstanden, dass er als Erbe des Drachen die Pflicht hat, das Reich zu schützen, egal was es kostet, aber nicht primär um den Thron halt einzunehmen. Er versteht, wie wichtig Takashi als Figur noch ist und dass ein Bürgerkrieg den Fall Haus Kuritas nur deutlich beschleunigen. Also versucht er eigentlich nur, die Armee seines Vaters zu härten, neu zu strukturieren, um mit einer verbesserten Strategie auszustatten, mit der man den zu erwartenden Ansturm von Steiner und Davian abwehren kann. Und Takashi denkt die ganze Zeit, er macht das nur, um sich selbst auf den Thron zu heben. Tja. Okay. Müssen wir jetzt noch was zu Kurita und Steiner sagen? Da sagen wir nachher noch wahnsinnig viel. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, weil wir jetzt schon wieder bei einer Stunde sind, teilen wir die Folge wieder in zwei. Warte, wir müssen dann aber vielleicht, da kommen wir noch hin, dann lass uns noch ein paar Minuten über die anderen Fronten nach Folgekrieg sprechen. Gib uns noch mal 10 Minuten oder sowas in der Richtung. Nee, ist ja kein Problem. Ich wollte nur sagen, wir sollten das wieder teilen. Ja, auf jeden Fall. Okay, weil 3039 ist noch mal echt noch mal eine eigene Geschichte. Ne? Ja, dann machen wir bis 3039 jetzt einfach. Nein, das machen wir danach. Also wir machen jetzt bis 3030, 3034 ungefähr. Wir sind jetzt schon fast dabei. Ne? Kurz erwähnen möchte ich noch, also diese Abspalte von Rasselhag ist als die Ronin-Kriege bekannt. Für mich der spannendste Konflikt als Kuritist natürlich, weil die Theodore-loyalen Einheiten gegen aufständische Kurita-Einheiten diesseits der Grenze kämpfen, während Söldner und Rasselhager Freiheitskämpfer auf dem Gebiet der neuen Republik Rasselhager auch wiederum gegen aufständische Kuritisten kämpfen. Also eine ganz interessante Melange und Steiner sozusagen von ihrem Territorium rausgeworfen wird Ende des Tages. Also wer diesen Konflikt, da gibt es übrigens ein super gutes Battletech-Szenario-Band, das auch wirklich durchdacht ist, ist eine deutsche Produktion und mit Abstand mit das Beste, was ich an Szenario-Bänden im Battletech-Universum gespielt habe, weil es relativ wenig Fragen offen lässt im Vergleich zu vielen anderen Szenario-Bänden. Genau, und was auch noch ein guter Schachzug vom Hanse Davion meiner Meinung nach ist, der viel zu wenig in den Büchern oder so erwähnt wird, ja, sondern so am Rande quasi nur Erwähnung findet, der kriegt natürlich mit, dass die Wolfsdragoner da kämpfen und
telefoniert quasi den Jamie Wolf an und sagt, er schenkt ihm den Planeten Outreach. Das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooler Schachzug. Um sie an sich zu binden, genau, langfristig. Um sie an sich zu binden, langfristig und um zu quasi so nach dem Motto, die greifen mich nicht mehr an, weil ich denen gehört ein Planet in meinem Reich. Ist ein super Schachzug in meinen Augen. Und der zweite sehr, sehr coole Schachzug ist im Prinzip fangt er an, Mercenary-Einheiten oder also Söldner-Einheiten, die bei den Kapellanern sind, zu ködern. Ja. Einer der namhaftesten sind die North Wind Highlanders, ja, denen die im Prinzip lange, lange Zeit in der Kapellanischen Föderation tätig waren. Und denen sagt er, er gibt ihnen ihre Heimatwelt Northwind, die im Terranischen Korridor liegt und den Vereinigten Sonnen gehört, gibt er ihnen zurück, wenn sie quasi die Seite wechseln. Okay, das ist natürlich ein starker Anreiz. Genau. Ja. Ecksteine aus der gegnerischen Verteidigung herauslösen und den eigenen Verbündeten zufügen, sozusagen. Ja. Ja, also Ende vom Lied kann man sagen, Steiner hat auf jeden Fall im vierten Nachfolgekrieg zumindest temporär ordentliche Gebietsgewinne oder Rückgewinne zu verzeichnen gehabt. Davion hat sich wahnsinnig bereichert an den Gebieten Haus Liaos. Da gab es dann kurzfristig auch mal die freie oder die unabhängige Republik Tikhonov. Das ist sozusagen ein Gebiet von Liao gewesen, ziemlich nah oder direkt an Terra halt heran. Die waren aufständisch dann, unterstützt von Haus Davion und der Pavel Ritzig, das war der bekannte Anführer von denen, ist dann bei einem Attentat ums Leben gekommen und dann haben sich dann doch dann Haus Davion angeschlossen. Also von daher, da ist halt auch einiges passiert. Aber zwischen diesen Tikhonovs und dem Marix hat es auch zwischendurch mal gescheppert oder zwischen der Liga freier Welten, sodass es tatsächlich sogar auch zu Kämpfen zwischen diesen beiden Fraktionen kam, was dann auch wiederum für Ablenkung an der Marik-Steiner-Front gesorgt hat. Weil eigentlich wollte sich Haus Marik komplett aus der Geschichte heraushalten. Es gibt da so eine Aussage, ich glaube von Janos Marik nach dem Motto, lass sich nur gegenseitig die Köpfe einschlagen, bis sie nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und die werden ihren Schaden daran haben, weil er hat die Situation vollkommen falsch eingeschätzt. Er hätte nicht gedacht, dass Darwin und Steiner derart erfolgreich sein könnten. Und als es dann absehbar war, was dort abgeht, hat er dann auch nochmal eigene Offensiven gestartet, die im Verhältnis zum Einsatz relativ erfolgreich waren, also Operation Dagger oder Dolch, ne? Aber im Endeffekt natürlich nicht denselben Umfang hatte, wie das, was Steiner und Darwin gemacht hat und im Endeffekt auch nicht viel mehr als eine Ablenkung war, die auch kalkuliert gewesen ist. Also Steiner hatte sich auf solche Dinge vorbereitet und hat, obwohl sie ein paar Planeten an dieser Grenze verloren haben, das ganz gut abfedern können, ohne ihr Hauptengagement an der Kurita-Grenze stark vernachlässigen zu müssen. Und wie gesagt, dann gab es ja noch diese Konflikte halt zwischen Marik und Steiner. Am Ende des Tages waren das nur Scharmützel, und die haben trotz ihrer Größe und wirtschaftlichen Macht nicht signifikant ihren Bündnispartnern helfen können. Und damit gab es das erste Mal seit 300 Jahren einen klaren Sieger. Und zwar Steiner-Davion als Allianz gegen die anderen dreien. Und das Machtverhältnis war so weit gekippt, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit schien, bis es komplett ausgeschlagen war in Richtung Hanse Davion und Melissa Steiner. Und die Sache halt durch war. Das war die Situation, in der Comstar dann an Kurita herangetreten ist, beziehungsweise an Theodore Kurita und ihm dieses Angebot gemacht hat. Und sind sie auch an Liao herangetreten? Oh, das ist eine gute Frage. Das wurde besprochen im First Circuit von Comstar, also im regierenden Korpus von Comstar. Und Chaos Kurita wurde im Prinzip deshalb ausgewählt, weil im Prinzip alle bis auf den Präzentor Sian gesagt haben, dass die Führung vom Haus Liao ist psychisch zu instabil, ja. um da quasi einen verlässlichen Bündnis mit denen einzugehen.
Sie haben aber erkannt, dass der sie wären auch kein Bündnis mit dem Takashi Kurita eingegangen. Sie haben eben festgestellt, ne, der Theodore Kurita, das ist jemand, der so vernünftig ist, dass man im Prinzip mit dem reden kann und mit dem was machen kann. Ne? Dazu kommt, dass eben gerade zu dieser Zeit oder kurz davor der Primus Julian Diabolo gestorben ist und eben die Mundo Waterly zum Primus gewählt worden ist, die halt da sehr, sehr viel, ich sage mal, sehr viel schlauer agiert, was jetzt die Leute angeht und auch nicht religiös fanatisch. Mhm. Wenn wir einen Cut machen wollen, müssen wir ihn jetzt machen, weil sonst greifen wir zu weit ins andere Thema, dann wird das okay. Ein 15 Minuten Podcast. Dann nur die letzte Frage noch. Besteht zu dem Zeitpunkt noch das Edikt gegen die Federated Suns? Erst am Ende des Krieges, nachdem sie sozusagen die Davians zugestimmt haben, dass die Comstar-Truppen an ihren HPG-Stationen stationieren dürfen und im Prinzip Ende der Feindseligkeiten dann offiziell in Kraft treten. Das war dann, ich gucke gerade mal Aftermath, gibt es da ein Datum? Also 30-30, glaube ich, war es dann irgendwo. Aber ich sehe jetzt gerade hier kein spezifisches Datum, aber es gibt sicherlich eins. Okay, dann machen wir jetzt hier einfach mal Schluss. Danke fürs Zuhören. Danke an Story. Danke an Hoshi. Ja, und wir machen gleich weiter. Und ihr hört uns dann ein paar Tage später. Danke fürs Zuhören. Fragen, Kommentare immer gerne rein. Bedenkt bitte, wenn ihr jetzt Kommentare habt, dass die natürlich in der nächsten Folge noch nicht aufgegriffen werden können, sondern erst in der übernächsten. Und damit stoppe ich die Aufnahme. Ciao. Tschüss. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.